Und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Papus Bakery mit mir, Francesco. Heute machen wir zwei weitere Tage, Dienstag und Mittwoch, heißt Tag 3 und Tag 4. Und ich würde mal sagen, nicht genug gequatscht, starten wir in die nächste Runde, in Tag 3. Neue Customer Sue. Und weiße Schokoladen, weiße Schokoladensirup. So. Hey. Ich bekomme echt schon langsam ein bisschen Hunger hier irgendwie. Ich glaube, ich halte eine Woche aus. Dann muss ich mir was zu essen holen. Okay. Ja. Och, ist ja ganz gemütlich hier, die Zoe. Ich sollte vielleicht mal gucken im Shop, wie diese Klingel da, ne? Ab wann man die sich holen kann. Für wie viel Geld? Uhu! Spezielles Rezept! Sowas bekommt hat man doch sonst in Caesarea eher von den Dudes bekommen, die halt immer so krass drauf waren, wenn ihr wisst, was ich meine. Also hier diese roten, diese ganz peniblen. Oder täusche ich mich da? So eine dritte Bestellung können wir so noch aufnehmen und fertig machen und dann müssen wir erstmal ein bisschen uns ranhalten ans ne? Ans Order Take, ans hier, ne? Ans Druck machen hier. So, dann einmal, was ist denn das überhaupt? War ja echt allerhöchste Eisenbahn hier. Top Station. Weiße Schokolade überall. $4.80. Träumchen. Nicht so ungeduldig. Bist doch gleich fertig. Also nicht du, sondern das, was du willst, aber. Hier Sahne. Holy shit. Das hat mich gerade kurz ein bisschen aus der Bahn geworfen. Okay, dann müssen wir gleich schnell rausnehmen und dann Rezeptur annehmen. Vielleicht weil das ist nicht so ganz die super Sache. Royal Inn. Mhm. Der Franco. Da kriegen wir es mal noch vorher hin. Zack. Zack, zack. Oh, jetzt haben wir auch hier sogar das andere. Da war die andere Farbe auch schon immer so. Hoppala. Jetzt aber. Nicht, okay. Dann können wir mal die Bananenstückchen draufpacken. Und jetzt müssen wir mal hin. Rattlin!
Regie. Soll ich mir gleich sowieso erstmal allgemein an, was es im Shop alles so gibt. An den kleinen Helferlein. Puh, kriegen wir das hin? 3 Sterne wieder. Uiuiui, haben so viele extra Wünsche. Einmal hier. Dann Sahne am Außenrand. Und Erdnüsse. Und Hunger. Knappes Ding. Yeah. Weiße Sahne. Und dann Inner Circle, okay. Kann man auch super sehen, weil gar keine weiße Schokolade darüber ist oder man da die Ringe kaum erkennt. Oder die Begrenzungsringe, eieieiei. Rang 3, Pie Decorator. Ich spreche mal kurz. Und machen wir kein Spiel. First place. Eieiei, nochmal eine neue Runde. Boah, weit abgeschlagen. Rainbow Table. Haha. Low plate floor, yeah. Oh, the surface special. Okay, wir Specials. Und das kann man ja so lange machen, bis es 3 Sterne, bis es 5 Sterne hat und so, bis dann mehr Bonus bekommt. Today's special, Royal Anne.
Bonus 150% Punkte. Ja, ist ja gut. Ich hasse es. Ich hasse es jetzt schon. Ich wollte doch eigentlich zum Shop, genau. Doorbell, Cookbooster, Bake Alarm, den meinte ich. Was war das denn da schon mal? Leaf Shop, Decorate Lobby. Inventory Poster, Walls, Floor. Gibt es immer noch nichts standardmäßiges? Der Wahnsinn, was wir alles so bekommen haben, was man noch nicht so wirklich. Was ich nicht wirklich nutzen will gerade. Bleiben wir dabei. Und machen direkt weiter mit Talk 4. Okay, wir haben noch einen neuen bekommen, wir haben gerade auf. Marion Chopping und. Hier ist er noch, ganz vergessen. Verdammt. Der Taylor wartet. Heißt, da muss man echt mal abschätzen. Nehmen wir das, dann erst das. Perfekt. Was? Gefällt mir. Der Pauli, der Big Pauli, Royal End. Moment. Oh, ich dachte schon. Danke. Ich müsste mir das mal merken müssen. Shit. Alles hier oben drüber. So, das war. Backstation. Okay. $4.80 nehme ich. Was kommt eigentlich da drauf? Nur etwas. Oder 49 Points? 49 Punkte. Nice. Nee. Sei nicht so ungeduldig, Penny. Da kommt das. Zack, drauf da.
und nur weiße Schokolade. Voll die Liebes zu. 88 Punkte. 480. Major Mellow. Oder Major Mellow. Wie auch immer. Oh, und der möchte gerne Apfelfüllung. Und wieder nur außen. Penny ist schon ziemlich weit am bronzenen Stern-Dings da. Weiß ich Schokolade. Pralle, oh, wie man es einfach wieder nicht sieht. Oder schwer sieht. Annehmbar, also sehr annehmbar. Für Leute 70. Und am Ende Talk 4 so gut wie. 98% Service-Quality. Rang 4, Marrying Master, wie auch immer. Eben kurz speichern. Und dann mal gucken, wie viel Spiel wir jetzt haben. Strikeout. Okay. Ich dachte, man muss selber schlagen, das wäre schwieriger. Tutti frutti! No, an der Grenze! So, Lobby, Inventory. Hätte das gedacht.
Schal über die Schürze. Naja, ich weiß ja nicht. Ja, oh, ich würde sagen, damit endet Shark 4 und auch die zweite Folge von Papas Bakery mit mir, Francesco. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video wieder, wo Tag 5, 6 und 7 ankommen. Heißt der erste Zahltag. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.